Moin moin, liebe Fotofreunde, willkommen zu einem weiteren neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal Nonbytes. Ich bin Dominik, heute in Vivesa 3 und später geht's dann rüber zu Affinity Photo. Denn heute habe ich mal wieder vor, aus diesem Foto hier ein kleines Kunstwerk zu erstellen. Das heißt, wir werden heute mit den Farben rumspielen, so wie wir es schon mal gemacht haben bei dem bunten Truthahn, glaube ich, war es gewesen. Das ist ein Bild, das mir persönlich auch sehr gefällt, da ich dort mal etwas versucht habe, was in eine, ja, etwas künstlerische Richtung gegangen ist, etwas Verrücktes. Wir haben diesen normalen Bearbeitungstrott, finde ich, damals ein bisschen damit aufgebrochen. Das muss man zwischendurch auch mal tun. Ich glaube, es war damals sogar in Photoshop, wenn mich nicht alles täuscht. Heute eben in Affinity Photo nachher. Grundbearbeitung jetzt erstmal hier, wie gesagt, in Vivesa 3 von der Nikolection. Kleine Infos zum Foto an sich noch eben. Das Foto ist wieder mal in einem Zoo entstanden. Augen, die auf Details achten, werden es schon merken. Wir haben über dem Foto so einen ganz leichten Weiß-Grau-Schleier, der ist aufgetreten. Da das Foto, ja, da vor der Fotolinse, also vor dem Objektiv, war eine Glasscheibe. Und Glasscheiben und Fotos, das Zusammenspiel ist ja nie so wirklich toll. Wie gesagt, da müssen wir uns erstmal gucken, dass wir diesen Schleier entfernen. Das kriegen wir in Vivesa 3 aber relativ einfach hin. Ich werde heute hier auch ein bisschen anders in der Arbeitsweise vorgehen. Wir fangen mit der Kontrast an, nicht mit der Helligkeit. Das heißt, ich gehe jetzt einfach hin und ziehe den Kontrast hier nicht nach unten, ja, sondern nach rechts. Also ich ziehe den Kontrast hier nach rechts, also nach oben. Ich werde jetzt hier möglichst viel Kontrast reinarbeiten, denn ihr wisst ja, ich mag den Kontrastregler sehr. Ich finde es immer schön, wenn möglichst viele Kontraste da sind. Und ja, wir können ja schon mal durch diese kleine Änderung gucken, was passiert ist. Ich gehe hier mal in den Vorher-Nachher, in die Scherenansicht. Das ist vorher gewesen und das ist jetzt nachher gewesen, nachdem wir jetzt hier den Kontrast nach oben gedreht haben. Den Schleier haben wir jetzt schon ziemlich gut entfernt. So, dann können wir jetzt in die Sättigung gehen und die Sättigung auch ein kleines bisschen nach oben drehen, so auf ungefähr 4 bis 5. So die Strukturen. Ja, die Strukturen, die machen wir. Da haben wir es. Die Strukturen werden wir jetzt mit einem Kontrollpunkt machen. Denn auch dieses Thema kennt ihr mittlerweile von meiner Bearbeitungsweise. Gerade wenn es um Tiere geht, möchte ich die Strukturen möglichst immer auf dem Objekt haben, das ich hervorheben möchte. Und in dem Fall ist es hier dieser kleine Hase, dieses Kaninchen. Ja, so, dann haben wir jetzt hier unten die Anpassungsmöglichkeiten für die Kontrollpunkte. Und hier ist auch der Punkt der Struktur. Und den werde ich jetzt hier erstmal komplett nach oben ziehen, ja, dass das Ganze praktisch übertrieben wird. Und dann gehe ich jetzt einfach hin und kopiere mir den Kontrollpunkt und setze mir den beispielsweise jetzt einfach hier nochmal hin. Dann mache ich davon nochmal eine Kopie, dass wir dreimal den gleichen Kontrollpunkt haben. So, haben wir die kleine Ecke da mitgenommen? Ja, nicht ganz.
Ich mache jetzt nochmal einen Kontrollpunkt, den ich kopiere. Und werde mir den jetzt noch ein bisschen anpassen. Ziehe den ein bisschen kleiner hier. Und wir passen uns den jetzt hier wirklich nochmal so an, wie wir ihn brauchen. Ungefähr so. Ziehen den etwas weiter runter. Ja, und damit haben wir jetzt die Strukturen auf unser Objekt gelegt, das wir hier folgen möchten. So, dann können wir jetzt hier die Kontrollpunkte so gesehen abwählen. Oder wenn wir hier ins Feld der Kontrollpunkte-Liste gehen, drücken wir Steuerung und markieren hier die Kontrollpunkte 1 bis 4 in meinem Fall. Und jetzt sind alle Kontrollpunkte ausgewählt. Ja, man sieht die ja auch. Und dann können wir jetzt hier die Struktur separat wirklich nochmal auf alle Punkte anpassen. So, ungefähr so auf, ja, 60%. Wir können auch nochmal bisschen höher gehen auf 65%. So würde ich das jetzt lassen. Dann würde ich jetzt doch mal gucken, dass wir hier die Helligkeit des Hasen oder des Kaninchens noch mal ein bisschen nach oben packen. Dann können wir jetzt aber auch hingehen und können einmal außerhalb der Liste klicken und dadurch werden die Kontrollpunkte jetzt wieder abgewählt. Und ich werde jetzt hier dann aber noch mal einen komplett neuen Kontrollpunkt setzen. Ziehen wir den ein kleines bisschen größer auf. Und jetzt werde ich gucken, dass wir hier in den Einstellungen kurz mal gucke, was wir hier machen könnten. Okay, das bringt nichts. Ich werde jetzt hier mal die Helligkeit nach unten drehen. Bisschen dunkler. So. Und dann werde ich jetzt hingehen und werde hier den Kontrollpunkt umbenennen in ja, HD beispielsweise. Steht jetzt in meinem Fall einfach für Hintergrund. Kann auch einfach HG könnte man auch als Abkürzung dafür nehmen. Damit wir das Ganze auch ein bisschen sortiert haben. Und dann können wir uns jetzt auch den Punkt nehmen und den jetzt auch entsprechend dort hinsetzen, wo wir ihn haben wollen. Ich werde jetzt hier nochmal in die Maskenansicht gehen, damit ich auch wirklich gucken kann, okay, wo wird der Punkt denn hier aktiviert? Okay. So, ich werde jetzt hier einfach den Punkt noch mal ein bisschen weiter duplizieren. Ihr seht, das wird hier ziemlich hell. So, alle Bereiche, die jetzt weiß sind, da wirkt sich jetzt der Kontrollpunkt aus, den wir gerade festgelegt haben. Also alles, was weiß ist, das wird jetzt gleich dunkler. Die Bereiche, die hier schwarz hinterlegt sind, die werden nicht von dem Kontrollpunkt erfasst.
kann man hier ziemlich gut mitarbeiten, tatsächlich. So, wir setzen jetzt hier noch ein paar Kontrollpunkte. Ja, auch hier möchte ich noch einen haben. Den passen wir uns aber ein kleines bisschen an. Ich mache mal den hier noch ein bisschen kleiner. Und passen wir hier das Ganze auch wirklich so an, wie ich das brauche. Ich ziehe mir jetzt hier einfach meine, ihr seht es ja, ich ziehe mir jetzt hier meine Kontrollpunkte wirklich so, wie ich sie brauche, wo ich sie brauche, und passe mir so ganz, ganz einfach und ganz schnell in wenigen Minuten mein Bild einfach an. Ich gehe jetzt hier bei den einzelnen Punkten aus der Maskenansicht auch wieder raus. Und ja, jetzt haben wir hier eine ganz, ganz lange Liste an Kontrollpunkten. 15 Stück ungefähr. Ja, von 1 bis 15. Die können wir jetzt natürlich alle noch entsprechend benennen, wenn wir das denn, wenn wir das denn möchten. Ich werde das jetzt hier zuklappen. Und jetzt gucken wir nochmal vorher, nachher. Vorher, nachher. Ich finde das ganze Ergebnis sehr, sehr gut. Das haben wir jetzt sehr schnell geschafft. Wenn ich jetzt, wenn man das Ganze nicht erklärt, wenn man einfach das Ganze macht, ohne es zu erklären, dann ist man höchstwahrscheinlich in 3 Minuten oder sogar noch schneller fertig. Je nachdem, wenn man sich mit den Programmen auskennt, geht es relativ schnell. Ja, wir können das Ganze jetzt eigentlich schon übergeben an Affinity Photo. Das werde ich jetzt mal eben kurz machen. So, da bin ich auch schon wieder. Jetzt habe ich das Ganze an Affinity Photo übergeben. Dann musste ich kurz einen ganz, ganz kleinen Cut machen, denn der Änderungsbutton, also der Speicherbutton, der liegt ja unten rechts, und hier unten rechts seht ihr nicht, aber hier unten rechts liegt auch meine Steuerung, meine Steuerungselemente zum Steuern, zum ja, Beenden und Starten des Videos, und das überlappt sich dann so ein bisschen, und dann kann man eine Sache nicht so wirklich, dann kann man nicht einfach auf den Button drücken, Änderungen übernehmen, sondern man muss erst ja, das Video ein bisschen schneiden oder halt das Fenster verkleinern. Ihr wisst ja, was ich meine. So, auf jeden Fall haben wir das Foto, oder wir haben die Änderungen jetzt übergeben, hier an Affinity Photo. Und jetzt können wir weitermachen. Ich werde jetzt hier erstmal das Schloss rausnehmen und werde eine Kopie der Ebene anfertigen. Und die Originalebene werden wir jetzt ausblenden. So, jetzt haben wir also hier unsere Kopie, und damit werden wir jetzt weiter arbeiten. Eine Sache, die ich jetzt gerne mal machen würde, ist, dass, ja, ich habe gerade zwei Ideen, ich muss mal überlegen, welche ich umsetze, wir gucken einfach mal. Also, meine erste Idee wäre, dass ich hier wieder mit einem Farbverlauf arbeite. Meine zweite Idee wäre, dass ich das Ganze mit Filmpack 6 von DxO bearbeite. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich gehe in die Filter, Plugins, DxO Lab und gehe hier in Filmpack 6 rein. Ich habe jetzt gerade einfach mal mehr Lust, hier zu erkunden, was wir denn hier für Möglichkeiten haben. Und in Filmpack 6 haben wir ja verdammt, wir haben ja sehr viele Möglichkeiten hier. Hier sind auch schon Vorlagen, die alle interessant aussehen. Aber ich gehe mal in die Anpassung, denn ich werde das Ganze jetzt hier manuell einfach selber vornehmen. Ich wähle mir jetzt hier bei Rendering und bei Film erstmal einen Film aus. Ich würde hier gerne einen schematischen Film nehmen. Und jetzt haben wir hier einiges zur Auswahl. Okay.
Okay. Ausgleich grün-rosa. Entsättigt grün. Ah, wir gucken einfach mal alle durch, würde ich sagen. Wow. Interessant. Okay. Okay. So viel Möglichkeiten haben wir hier jetzt leider gerade nicht. Dann nehmen wir uns einfach mal einen. Ach, wir nehmen uns einfach mal einen Digitalfilm hier von Fuji und gucken hier einfach mal. Wir nehmen jetzt einfach mal Fuji Classic Chrome Plus. Okay, das ist eher so eine entsättigte Schwarz-Weiß-Richtung. Okay. Gucken wir mal weiter. Was haben wir noch? Ja. Ah, wo ist er? Na, die sind leider alle nicht so farbnegativ. Das könnte doch was sein. Okay, hier sind ein paar mehr Sachen zur Verfügung. So, ich würde jetzt einfach mal hier den, was haben wir da? Den Kodak. Porita 400 nehmen. Ich glaube mal nicht, dass ich das richtig ausspreche. Die haben immer so komplizierte Namen, die Filme. Ja, die Deckkraft steht hier auf 100% im Moment. Ich übertreibe es mal eben kurz. Okay. Okay, das hat den Effekt, ja. Wir können das ja so ein kleines bisschen mit einarbeiten, würde ich sagen, diese Farbveränderung auf 130 Körnung. Machen wir einfach mal aktuelle Filmwiedergabe. Dann geht er nämlich hin und nimmt die Körnung, die hier aus dem Film stammt. Finde ich eine super Sache, dass man hier dann auch die Körnung entsprechend noch einstellen kann. Ich gehe bei der Körnungsgeschichte mal auf 1 zu 1, damit man das Ganze auch etwas sieht. Wir haben das Ganze jetzt auf 100% Deckkraft, ungefähr. Ja, ich würde es mal so in der Mitte lassen und wird hier ein eigenes Format oder ja, wir nehmen mal ein Großformat und wir schieben es noch ein bisschen weiter. Wunderbar, dann können wir hier wieder rauszoomen, dann haben wir auch wieder eine Körnung mit dabei. Tönung. So, jetzt haben wir noch einmal die Möglichkeit, dass wir die hellen Farbtöne und die dunklen Farbtöne anpassen können. Entweder wir nehmen hier vorgefertigte oder wir nehmen Benutzer definiert, das habt ihr ja auch schon in einem früheren Video von mir gesehen. Wir gucken mal, ob wir grün noch mit reinnehmen. Wobei, wir können auch eher ein blau mit reinnehmen. Und bei den dunklen Farbtönen. Da werden wir jetzt noch mal kurz ins Grüne gehen und ja, ich delete hier mal, ich lösche mal kurz ein paar weg. Ja, wie ging denn das? Ach, das war, wir mussten das hier einstellen. Ich glaube, das war so, ne? Mussten das hier extra noch einstellen. Drehen die Sättigung mal auf in 0%. Die Deckkraft können wir mal so lassen.
Wir sehen ja schon einen kleinen Unterschied. Jetzt werden wir noch mal kurz gucken. Also, wir haben bis jetzt grün im Bild, leichtes Pink-Rosa ungefähr und braun. Ja, jetzt müssen wir natürlich mal eben gucken, welche Farben da noch passen könnten. Ich finde, dieses Orange finde ich ja schon ziemlich gut. Das verstärkt hier einige Bereiche des kleinen Kärchens nochmal. Ja, nee, die Sättigung, die können wir ein kleines bisschen nach unten ziehen. Die allgemeine Deckkraft können wir auf 50% lassen. Das Gleichgewicht, da werden wir uns gleich noch drum kümmern. Ja, komm, wir nehmen noch mal so ein leichtes Grün mit rein, gehen aber da noch mal in so eine, ja, Grün-Gelb-Mischung ungefähr. Und gucken jetzt noch mal, dass wir uns das Ganze hier entsprechend anpassen. So, okay. Okay, die Stärke davon stellen wir auf, ja, komm, sagen wir 55% ungefähr, also ja, 55% Deckkraft bei dem grünen Bereich, bei den dunklen Farbtönen. So, jetzt kommen wir hier nochmal zum Gleichgewicht. Jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, das Ganze eher in die Orange-Richtung zu drehen. Oder doch eher in die grüne Richtung oder halt das Ganze ausgewogen zu belassen. Also das heißt, die Mischung aus Grün und Orange in meinem Fall beträgt überall gleiche Verteilung. Ich würde das Ganze aber eher in eine etwas grünere Richtung ziehen. Ungefähr so auf 25%. Das heißt, der Grünanteil der Orange-Grün-Mischung, also der Grünanteil ist ein bisschen mehr. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Grün im Foto. Die Mischung passt aber, finde ich, ganz gut. So, dann, was haben wir hier noch? Okay. So, dann können wir jetzt mal auf Lichter und Farben gehen. Und jetzt haben wir hier nochmal die Möglichkeit, ja, Belichtung, Sättigung und die Vibrance einzustellen. Können ja bei der Vibrance nochmal kurz gucken, dass wir die auf ungefähr 10 holen. Die Belichtung, wenn wir die nach oben drehen, ja, dann kriegen wir schon leicht ausgebrannte Stellen. Hier vor allen Dingen die Weißbereiche hier, die werden dann etwas stark ausgebrannt. Und das schon bei 0,2%, das ist schon heftig. Also es hat eine sehr heftige Wirkung. Aber das kann auch an den anderen Werten liegen, die wir bisher eingestellt haben. Also, hier haben wir jetzt nur die Vibrance angepasst. Kontraste im Allgemeinen können wir jetzt nochmal fein anpassen. Die Mikrokontraste können wir jetzt nochmal angleichen. Das heißt, dass Filmpack 6 jetzt hingeht und jetzt die extrem feinen Kontraste nochmal sucht und die anpasst. Wir sehen das ja, das Fell kommt hier nochmal etwas deutlicher zum Vorschein. Wir sehen die Fellstruktur noch etwas deutlicher. Also die Mikrokontrast würde ich jetzt auch auf ungefähr 50% einstellen.
Wir sehen, der Rest, ja, der wird auch mitgenommen. In dem Fall jetzt können wir auch gerne noch mal ein bisschen nach unten setzen. Wobei, ja, so bei 50% würde ich es belassen. So die feinen Kontraste holen wir noch mal mit ungefähr 20% rein. Spitzlichter, Mitteltöne und Schatten. Schatten können wir auch noch mal ein bisschen mit reinholen. Und so, dann gucken wir noch mal. Farbtöne, Sättigung, Helligkeit brauchen wir in dem Fall jetzt nicht. Automatische Korrekturen brauchen wir auch nicht. Texturen, Rahmen, Lichteinfall, Filter an sich. Wir können Rahmen, können wir uns hier aussuchen. Gucken wir mal, ob wir einen hier finden, der gut aussieht. Der sieht doch ganz gut aus. Da würde ich dann die Größe komplett nach unten nehmen. Wobei, ja, wobei wir schneiden das Ganze ja noch zu, ne? Ja, dann nehmen wir den Rahmen erstmal weg. Den Zuschnitt habe ich natürlich vergessen. Muss ich nochmal in die Kontraste. Mikrokontraste nehmen wir ein bisschen zurück. Und dann würde ich sagen, hoppala. Gehe ich jetzt erstmal wieder zurück in Affinity. So, jetzt haben wir das Ganze in Affinity übergeben und dann gehen wir in den Zuschnitt. Den Zuschnitt habe ich halt komplett vergessen vorhin. Haben wir leider anscheinend keine vorgefertigten Formate. Das heißt, wir müssen das Ganze selber festlegen. Ist aber kein Problem. Machen wir das einfach mal. So. Zack. Ich würde hier gerne ungefähr so zuschneiden. So, zack. Ist jetzt zwar nicht ideal, aber ja. Geht schon. Da gehen wir jetzt nochmal zurück in FilmPack 6. Und dann Rahmen, beziehungsweise können wir erstmal eine Vignettierung einbauen. Hätte hier gern eine recht dunkle Vignettierung. Ja, er hat irgendwie den Zuschnitt nicht übernommen. Warum? Warum hat er das nicht gemacht? Ah, ich glaube, ich weiß warum. Ah, ich guck mal kurz, ob ich das so regeln kann. Ah, okay, kann man nicht. Das ist natürlich doof. Okay, guck mal kurz. Zuschneiden, nein. Rastern und trimmen. Da haben wir es doch. So, jetzt hat das zugeschnitten. So, dann können wir jetzt nochmal in FilmPack 6 gehen. Ich werde es nicht schneiden.
Ich lasse es einfach uncut, damit ihr seht, wie es hier läuft. Okay, wir gucken jetzt mal. Da ist die Vignettierung. Wir nehmen den Übergang komplett raus. Und dann werden wir jetzt das Zentrum hier umplatzieren. Der Zuschnitt, ja, ist nicht wirklich optimal für dieses Foto, aber gut. Es ist nicht ganz so dramatisch, dass es eine Katastrophe ist. Ich versuche jetzt hier einfach den Blick des Betrachters einfach sehr, sehr stark auf das Tier zu lenken. Natürlich nehmen wir hier die Vignettierung auch ein bisschen zurück. Dann werden wir hier die Rundheit auch noch mal ein bisschen anpassen. Dafür nehme ich hier den Übergang noch mal raus, damit ich auch sehe, was hier denn passiert. Übergang wieder rein. Wunderbar. Dann werden wir jetzt noch mal kurz gucken, dass wir eine kleine Vignette mit einbinden. Auch hier nehmen wir den Übergang erstmal raus. Ich werde hier die Deckkraft erstmal hochstellen, damit wir auch hier erstmal sehen, okay, wo arbeiten wir hier? So, dann stellen wir uns hier den Radius nochmal entsprechend ein, schieben uns den so, wie wir ihn brauchen, ungefähr so, sagen okay. Und dann können wir ja jetzt hier die Deckkraft einstellen. Können den Übergang rausnehmen. Können jetzt noch eine ganz, ganz kleine Streuung mit einbinden. Streuung aber wirklich nur auf 5% ungefähr. Und ja. Genau, dann können wir jetzt nochmal einen Rahmen uns suchen und den Rahmen einbauen. Ich werde auch hier wieder einen Crunch oder den Crunch-Rahmen nehmen. Stell hier die Stärke runter. Und dann gehe ich hier nochmal in die Vignettierung, gehe hier in den Mittelpunkt und werde jetzt hier den Mittelpunkt nochmal ein kleines bisschen anpassen. Und dann klappe ich hier den Bereich auch nochmal zu und damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Die Bearbeitung des Fotos ist abgeschlossen. Ich werde jetzt euch jetzt nochmal vorher nachher zeigen. Also soweit das geht. Dazu gehe ich jetzt nochmal zurück hier in Affinity Photo. Also das ist das Foto hier vorher, Zuschnitt und ja. Das Foto halt vorher und das
haben wir jetzt in Affinity und in der Nick Collection aus dem Foto gezaubert, gebastelt. Wenn ihr euch das Foto anschauen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Auf meiner Webseite im Bereich der Fotos könnt ihr das Ganze dann auch finden. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.